Wenn man die Leute mal ganz unbedarft fragt, wer Jesus eigentlich war, dann bekommt man als Antwort so ein Bild von einem, ja, irgendwie überirdischen Menschen, so eine Mischung aus Gott und Mensch, bei dem ganz wunderbare und vielleicht auch merkwürdige Dinge passieren. In allererster Linie war Jesus aber ein Prediger, ein Mann, der durch seine Heimat Galiläa gezogen ist und den Menschen von Gott erzählt hat. Das Zentrum seiner Botschaft steht in der Bibel, in dem ältesten Evangelium, ganz am Anfang schon festgeschrieben. Jesus sagt zu den Menschen: Die Zeit ist soweit, jetzt richtet Gott seine Herrschaft in dieser Welt auf. Ändert euer Leben, kehrt um und glaubt dieser guten Nachricht. Jesus hat die Leute aufgefordert, Buße zu tun. Das Wort Buße kennen wir heutzutage vielleicht noch vom Bußgeldkatalog. Eigentlich meint es aber, dass man umkehren soll, dass man etwas lassen soll, etwas ändern soll in seinem Leben. Für Jesus ist es wichtig, dass die Menschen aufhören, so zu tun, als ob Gott für ihr Leben keine Bedeutung hat. Sie sollen zu Gott zurückkehren, damit sie wieder bei Gott sind und Gott für die Menschen sorgen kann.